abgespacete Grüße, meine Freunde des Weitens und der Tiefe. Und zwar der Tiefe des Weltalls von No Man's Sky mit dem Next Update. Ja, das ist nicht mein bestes Intro, das weiß ich. Aber hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine coole Sache von euch. PS natürlich wie immer ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen im letzten Video. Doch allen voran natürlich für eure Aufmerksamkeit für dieses abgespacete Weltraumprojekt. Wir machen natürlich genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wo haben wir denn aufgehört? Bin ich denn hier? Achso, genau, mein Frachter. ja, genau, wir wollten ein paar Fregatten losschicken. Haben wir die andere schon reingeholt? Nee, noch nicht. Dann machen wir das mal. So, Nachbesprechung mit dem Kommandanten. Hallöchen, na? Kohle, Kohle, Kohle. Yeah, Mann. Wie viel haben wir bekommen? Stopp, Entschuldigung. Ich wollte nicht nochmal draufklicken. Wow, was wir hier nicht alles bekommen. Der Hammer, der Hammer. Hat sich das mal nicht gelohnt? Doch, sowas von, das hat sich sehr gelohnt. Sortieren wir das schnell mal um. Lemium. Lemium. Lemium werden wir einlagern. Wie wir es mit dem anderen Lemium auch gemacht haben. Geodesit auch wird eingelagert. Ich weiß nicht, wofür wir das gebrauchen können, aber ein Grund mehr ist, mit Vorsicht zu behandeln. Haben wir alles rübergeholt? Ja. Aber wir haben nicht mehr, ich glaube, wir haben nicht mehr für eine große Expeditionsserie, haben wir nicht mehr genug Fregattentreibstoff. Mal gucken. Vielleicht können wir noch welchen herstellen. Ansonsten muss ich erstmal hier den Kram verteilen. Ach Mensch, wir brauchen mehr Lagerräume, Leute. Wir brauchen mehr Lagerräume. Ich sehe schon kommen. Ich sehe mich hier schon wieder Lagerräume bauen. Geodesit kann ich noch ablagern. Tetra-Kobalt wird aus ionisiertem Kobalt synthetisiert. Kann man ja theoretisch relativ einfach selber herstellen, oder? Aber wir können ja mal anfangen, Kram einzulagern. Und dann können wir irgendwann auch sagen, ja, das hat Sinn gemacht. Oder nee, das hat nicht so viel Sinn gemacht. Wo sind meine Lagerräume gewesen? Das war hier, ne? Dann hier Lager, sehr schön. Ich glaube, also wenn ich Vergangenheits-Leo kenne, ach, da können wir es auch sehen, welche wir schon gebaut haben. Wir haben 0 und 1 schon gebaut. Dann baue ich jetzt die 2 daneben. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass, wie ich Vergangenheits-Leo kenne, wird er das wieder von links nach rechts ganz ordentlich aufgebaut haben. Den können wir dann da ablegen. Tetra-Kobalt ist abgelegt. Ansonsten haben wir jetzt erstmal auch gerade gar nichts zum Ablegen. Und weil wir sowieso gleich wieder Treibstoff herstellen müssen, werde ich hier kurz noch ein wenig... Na, wo ist es denn? Wo ist denn unser Gel, unser Gelee? Da ist es. Ein wenig Diwasserstoff-Gel in Diwasserstoff umwandeln. Da-da-da! Wow, das ging aber schnell. Krass. Okay. Wow, das geht ja schneller denn je. Was ist denn da passiert? Okay, dann machen wir gleich mal ein paar fertig. Wollen wir mal die heutige Schnelligkeit ein wenig ausnutzen? Aber so viel brauchen wir dann auch wieder nicht. So, die Wasserstoff. 1500 rüber auf den Frachter. Nice. Oh, Halbleiter muss ich noch verteilen. Habe ich eingelagert, ne? Halbleiter. Richtig. Beim letzten Mal. Ah, das ist aber auch sehr umständlich gemacht mit den verschiedenen Lagern. Ich meine, jeder Gang macht schlank, aber man kann es auch übertreiben. Man kann es auch wirklich übertreiben. Nee, die habe ich gar nicht eingelagert. Ich hatte noch diese komischen Supraleiter gehabt. Die waren gerade eben da, ne? Nee, das war dieses komische Diaphragma, genau. Organischer Katalysator, gefertigtes Gasprodukt. Nee, das lagere ich ein. Halbleiter vielleicht auch einfach mal einlagern.
Wir profitieren sicherlich irgendwann davon. Irgendwann sicherlich. Aber ich hatte doch noch so viel mehr Kram gehabt. Ach ja, natürlich. Natürlich. Natürlich, Leo, Mensch. Hier eingelagert. Ha! Wo stellt man das eigentlich her? Aus thermischem Kondensat und Stickstoffsalz. Ach, wir sollten es vielleicht einfach mal einlagern. Alles, was wir an Kram hier haben. Alles, was nicht wirklich gekennzeichnet ist als Handelsstoff oder so, als Handelsgut. Die Eiweißperle, die würde ich natürlich zum Handel nehmen, weil das ist eine Handelsware. Aber die anderen Sachen, die sind vielleicht irgendwann einfach mal viel zu wertvoll. Als dass ich sie selbst für ein paar Millionen Units verscherble. Das wäre doch echt unnötig. Aber dafür muss ich sie erstmal wieder in den Hauptinventar zurückpacken. Klar, alles kein Problem. Supraleiter, Haupt. Und die Kryopumpe. So, Halbleiter. Supraleiter. Die Kryopumpe. Die Eiweißperlen lassen wir ja natürlich noch drinne. Nein, stopp! Ich wollte das eigentlich nur genau dahin legen. Genau dahin wollte ich es auch gerade legen. Dankeschön, Spiel. Hin und wieder bist du wirklich aufmerksam, liebes Spiel. Ja. Ansonsten haben wir abgelegt. Die Wasserstoff ist schon drüben. Was kostet das nochmal? Tritium. Und die Wasserstoff. Na dann produzier mal. Was fehlt? Tritium? Fehlt Tritium? Nein. Nein. Doch. Haben wir nicht auch welches im Raumschiff? Doch, das haben wir schon sogar verbraucht. Nein. Wir haben kein Tritium mehr. Wir müssen farmen gehen. Irgendwann mal, aber nicht heute. Das mache ich, wenn ich gut drauf bin, mache ich das irgendwann mal in den Aufnahmepausen. Dann gehe ich ein paar Asteroiden zerschießen. Aber wir haben für diese Mission oder für die anstehenden Expeditionen unserer Fregatten haben wir genug Fregattentreibstoff. So haben wir jetzt alle Fregatten abgeholt. Ja. Wir haben vier Kommandoräume, ne? Ja. Habe ich glatt vergessen. Aber wir waren ja auch schon lange nicht mehr hier. So, hi, na du, Schnuckelbär. Wie geht's? Ja. Okay, potenzielle Expedition. Was haben wir denn hier? Kampfpatrouille. Hatten wir, das ist die Frage, hatten wir denn jetzt eigentlich ein Kampfschiff gekauft gehabt das letzte Mal? Ich glaube ja. Aber nur eins. Und das würde ich ungern auf diese Expedition schicken, weil, aber ich kann mir vorstellen, da ist natürlich der Loot ein besserer. Umso höher der Schwierigkeitsgrad, umso höher der Loot. In einer fairen Welt wäre das so. In einer fairen Welt wäre das so. Ach komm, no risk, no fun. Wenn ich, holen wir sie zurück, die Jungs, ne? Wir hatten noch ein Kriegsschiff jetzt gehabt, ne? Kampf, da ist es. Level 27. Zack. Und dann kriegt er natürlich noch Unterstützung mit dazu. Unterstützung. Ein Treibstofffrachter. Ja. Was für eine Bewertung hat jetzt unsere Flotte? Schwierigkeit 3. Schwierigkeit 3. Ich wollte mal eigentlich immer einen Stern mehr als die Mission. Als die Mission schwierig ist, Sterne haben. Mit unserer Fregatte. Das haut er natürlich nicht dann hin mehr. Eieieiei. Wir könnten ja noch einen Industrietransporter dazustellen, aber der wäre, glaube ich, in einer anderen Mission viel besser und viel angebrachter. Aber wir müssen so oder so, egal welche Kampfmission wir jetzt nehmen, selbst wenn wir jetzt hier nochmal kurz zurückgehen und die etwas einfachere Kampfpatrouille nehmen, brauchen wir noch ein zusätzliches Schiff. So, den nehmen wir mit.
Und das Unterstützungsschiff, na, wo ist es? Hä? Was ist denn jetzt hin? Ach, direkt da drüber. Hat sich versteckt. Reicht mir nicht. Reicht mir nicht. Ich will mal einen Stern mehr haben. Das Reparieren ist okay, es geht ganz schnell, aber das kann man auch vermeiden, indem man halt die Flotte, die man losschickt, einfach ein bisschen proper macht. Am besten irgendwen noch mitschicken, der so halbwegs kämpfen kann. Hier die 5. Oder die 7. Aber das ist unser bester Industrietransporter. Dann schickt den mit. Ja, dann schickt die 7 mit. Und dann haben wir... Oh, trotzdem nur eine 2-Sterne-Bewertung. Ja, weil wir halt verdammt nochmal nur ein Kriegsschiff haben. Und das ist nicht sehr, sehr, sehr dickbrüstig. Aber okay, wir machen das jetzt einfach mal. Anders wird es auch nicht an Erfahrung gewinnen. Ja, haut ab. Tschüss. Ne? Und stellt keinen Mist an. Nicht, dass er kaputt zurückkommt oder sowas. Das wäre echt unschön. So, dann wollen wir eine Industrieexpedition starten. 3 Sterne. Natürlich die besten Industrieschiffe, die wir haben. Die besten, die wir haben. Reicht das schon? Das wäre jetzt 3 zu 3. Und dann kriegst du noch dazu ein Unterstützungsschiff. Die Siege von Biradom. Ist trotzdem nur 3. Okay, wir sind heute mal risikobereit und hoffen, dass das einfach mal ausreicht. 3 zu 3. Ach, guck mal an, die Schiffe, wenn man sie hier, wenn man mit dem Zeiger hier rüber havert, dann leuchten die auf der linken Seite. Nice. Cool. Wusste ich noch nicht. Macht's gut. Tschüss. So, was können wir denn noch machen? Eine ausgeglichene Expedition oder noch eine Industrie-Expedition? Warum nicht? Warum nicht? Aber wir haben keine Industrieschiffe mehr. Schade. Doch, wir haben hier. Doch, haben wir. Haha. Bergbau 20. Und dann noch vielleicht den... War da eine Handelsmission? Eben nicht. Eben nicht. Nur eine ausgeglichene Expedition. Da weiß ich immer noch nicht, was das zu bedeuten hat. Eine ausgeglichene Expedition. Da wird gewürfelt oder sowas. Ich weiß es nicht. So, Schwerpunkt Industrie. Jupp. Dann leg los. Schicken wir da noch mit. Am besten irgendwen, der so halbwegs industriemäßig cool drauf ist. Ihn hier und ihn hier. Reicht das? Das sind echt... Das ist eine ganz schöne Verschwendung eigentlich. Und wir haben nicht genug Treibstoff. Ein Glück. Ein Glück. Ich glaube, es wäre ein großer Fehler. Wenn ich den jetzt wieder rausschicke, geht das? Kann ich eigentlich wieder jemanden entfernen? Gute Frage. Wenn ich nur 2 losschicke, geht das dann? Mm-mm. Nicht genügend Treibstoff. Egal, 2 Expeditionen sollen ja auch erstmal reichen. Und dann wollte ich gucken, ob wir hier eine Mission kriegen, weil wir müssen ja jetzt gleich für die Mission unten rechts, Ausbau der Basis, müssen wir Pugneum sammeln und vielleicht können wir irgendwo eine Mission ergattern, wo es unser Auftrag ist, Wächter zu erledigen. Und dann noch ein bisschen Units abgreifen, beziehungsweise Naniten. Was ist das? Monstrositäten, Kreaturen erledigen, planetare Verarbeitungsanlage überfallen. Nö. Darum gehen wir jetzt auch nochmal direkt rüber zur Raumstation. Bis gleich! Oder bis später, ihr Schnuckelbären. So, haben wir denn hier überhaupt hier eine Raumstation? Oh Gott, das war wieder mal der klassische Fehler. Erst schießt man sich mit dem Boost so weit wie möglich vom Frachter weg.
Ansonsten passiert genau das. Man landet aus Versehen wieder. Oh, warte mal. Ich krieg eine Nachricht. Ich habe eine Nachricht. Wie steht es um die Basis? Du solltest dir auf jeden Fall ein wenig Personal zulegen. Units sind doch nur dafür da, die eigene Dominanz gegenüber anderen Lebensformen zu beweisen, oder? Doch kommen wir zu den wichtigeren Dingen. Deine Ausrüstung muss in einem guten Zustand sein, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst. Du sollst da draußen ja nicht sterben, zumindest noch nicht. Du findest Nanithaufen in verlassenen Gebäuden und beschädigten Maschinen. Das hat schon eine gewisse Ironie. Die Strukturen, die von den Wächtern zerstört wurden, werden zu ihrem Untergang führen. Bring die Nanithaufen zu Händlern in den Raumstationen, um sie gegen Baupläne einzutauschen. Das wissen wir doch schon. Dankeschön. Vielen Dank für die Info. So, wo ist die Raumstation? Und bam, ja. Hallöchen, na? Lange nicht mehr gesehen, werte Raumstation. Ich hoffe, ihr habt meine Kartoffeln. Und meine Pfeife zurechtgelegt. Boah, ist das immer laut. Am Reinfliegen hier. So, waren wir hier schon? Haben wir schon unseren Anzug hier abgegradet? Ja, haben wir schon, ne? Weil wir schon mal hier sind. Aber wir waren ja schon öfters hier, deswegen... Können wir uns eigentlich den Teil der Routine, der Raumstation-Routine, können wir uns sparen. Und haben wir irgendwas zu verkaufen? Ja, Eiweißperlen, die können wir verticken. Und das ist was Cooles für unsere Basis. Wurde mir auch ans Herz gelegt. Das ist ein schöner Deko-Gegenstand für die eigene Basis. Und dann können wir noch... Oh ja, stimmt, unsere Geschenke verteilen. Ja, hallo. Nee, mit dir will ich gar nicht reden. Obwohl der Alien gelinde gesagt einschüchternd ist, zeigt seine Haltung keinerlei Aggression. Tatsächlich scheint er mich um Hilfe zu bitten. Ah, ich kann gerade nicht. Tut mir leid. Ist nicht drin gerade. Sorry. Ein Geschenk anbieten kann ich nicht. Schade. Na dann hier. Korvex-Dialekt. Ja, ja, ja. Ich freue mich auch. Ah, organisches Element anbieten, 15 Kohlenstoff. Die plumpe, kleine Lebensform gackert ein wenig, zeigt auf sich selbst und hüpft von einem Fuß auf den anderen. Sie scheint Gegenstände gegen Elemente handeln zu wollen. Na, was kriegst du denn von mir? Seltenen Katalysator anbieten. Bitteschön. Ich tausche meine Elemente gegen ein ausgezeichnetes Geschenk ein. Nein. Aber Klasse A. Immerhin Klasse A mit 23 Plätzen. Aber wir müssten komplett unser Multitool und vorne nochmal aufbauen. Ne? Wie viele Plätze haben wir? 16. Aber wir hätten dann auch ein Gewehr. Aber wir haben... Was haben wir auch Klasse A? Das ist das allererste Multitool. Was annähernd sinnvoll wäre, es gegen unser aktuelles einzutauschen. Das allererste. Ach komm, wir machen das jetzt einfach mal. Oder? Ja klar. No risk, no fun. Yay! Zeig mal. Zeig doch mal dein Gewehr. Ach, das zeigt er hier oben nicht, ne? Das ist eine sichere Zone. Oh, jetzt dürfen wir wieder komplett von vorne unser Multi-Werkzeug aufbauen, aber komm. Ist auch egal. Machen wir das mal. Wir haben ja sonst nichts zu tun. So, fangen wir mal unten links hier an. Von links nach rechts. Hermetisches Sie. 8 Stück? Wow. Was habe ich mir denn hier aufge... Kann ich die nicht einfach... Ich kann sie auch einfach... genau, ich kann sie einfach rausschmeißen, ne? Wenn ich möchte. Was kriege ich denn für tolle Sachen, wenn ich die freischalte? Ich muss alle reparieren? Das war nicht der beste Tausch. Nein. Nein! Aber warum denn? Oh mein Gott, das war nicht so klug.
Weil das ist echt eine Menge Arbeit. Hermetische Siegel ohne Ende. Kann ich die selber herstellen zumindest? Ja, die kann ich selber herstellen. Ach, ein bisschen verdichteter Kohlenstoff. Okay. Ein bisschen verdichteter Kohlenstoff. Davon brauche ich ganz, ganz viele ab heute. Habe ich aber gerade nicht. Nicht genügend verdichteter Kohlenstoff am Start. Egal, dann machen wir das später. Aber es sieht schon verdammt cool aus. Dieser überladene Nanojäger. Ich wollte sowieso von vornherein ein Gewehr haben, aber naja, das vorangegangene Multitool hatte sich angeboten gehabt. Und Klasse A, jetzt als schickes Gewehr, warum nicht? Mit mehr Slots, auch wenn es viel Arbeit bedeutet für uns jetzt. Am Ende wird es sich lohnen. Aber Leute, die Folge ist vorbei. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, wenn dem so ist, dann lasst mir gerne ein Like da. Ich würde mich drüber freuen. Ansonsten wiederschauen und reingauen. Bis zum nächsten Video, der Leo, ne? Bis dann, ciao.